Cader Holdings ist eine Aktie aus dem Industrial-Bereich. Ich hatte gesagt, Industrial für mich so eine der besten Sektoren fürs laufende Jahr. Hatte ich begründet, falls ihr den Jahresausblick von mir noch nicht gesehen habt, holt das nach. Da begründe ich das auch relativ klar, warum ich die Industrials für recht gut halte. Aerospace und Defense hatten wir hier bei Mahlzeit drüber gesprochen. Ein Sektor, der ganz klar nach oben ausgebrochen ist. Aerospace und Defense ist eine Industrie, eine Unterindustrie vom Sektor Industrials, eine der stärksten aus diesem Bereich. Und schon alleine deswegen fand ich es spannend, hier einen Kandidaten zu finden, der aus diesem Bereich kommt. Die Großen wie Raytheon und Boeing und so, da lasse ich im Moment lieber die Finger von. Aber ja, Cader Holdings finde ich sehr, sehr spannend und die sind auch noch gar nicht so lange am Markt. Wir sehen das hier seit November 21 im Prinzip. Und da sehen wir ganz klar, das ist eine neue IPO gewesen. Die hat sich am Anfang hier gut entwickelt und ist dann im Prinzip mit allen Aktien, die hier auch aus dem IPO-Bereich zurückgekommen sind, relativ stark zurückgekommen, ist aber eine der ersten von den neu dazugekommenen, die jetzt hier relativ früh wieder diesen Ausbruch zur Oberseite liefern. Und das ist etwas, wo ich sehr viel Gewicht drauf lege, diese Bodenbildungen nach den IPOs. Und wir haben hier eine ganz klare Bodenbildung, sehen, dass die Aktie nach oben läuft, dass sie an das nächste Widerstandsniveau hier rangeht. Und jetzt haben wir gesehen, eine Konsolidierung, die hier über mehrere Wochen gelaufen ist, eine Konsolidierung, eine Seitwärtskonsolidierung und jetzt diesen Ausbruch nach oben. Und den Ausbruch nach oben, den habe ich gekauft, der war so knapp bei 33,60. Da haben wir die Aktie jetzt ins Depot genommen und die finde ich sehr, sehr spannend. Da können wir mal kurz auf die Zahlen schauen. Das hier sind die Zahlen, die dazugehören. Und so, da sehen wir zwei Dinge. Zum einen möchte ich euer Augenmerk lenken hier auf die Positionen der Fonds. Das sind relativ viele jetzt schon, die hier drin sind, dafür, dass es so eine recht frische, junge Aktie ist, die jetzt auch von der Marktkapitalisierung her nicht so riesig ist. Ich glaube, so um die 1,3 Milliarden haben wir da. Das ist für Amerika nicht viel. Wir sehen aber ein dynamisches Wachstum. Wir sind hier von 139 auf 232 Fonds angestiegen in etwas mehr als anderthalb Jahren. Das ist sehr gut. Wir sehen, wie sich die Gewinne hier entwickeln. Enorm dynamische Gewinnentwicklung, obwohl der Umsatz sich gar nicht so stark entwickelt. Das gefällt mir auch extrem gut. Und jetzt kommen wir hier so langsam in Bereiche, wo das Ganze dann auch nachhaltig wird. 15% Wachstum werden fürs nächste Jahr jetzt hier angenommen für 2024. Also weiter auf jeden Fall ein Wachstum. Die Aktie ist nicht zu teuer. Wenn wir uns mal die Bewertung hier anschauen, dann sehen wir, wir haben ein 30er Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist für so einen jungen Wachstumswert, der eine recht kleine Marktkapitalisierung hat, nicht zu viel, wie ich finde. Und ja, insgesamt muss man sagen, die fahren auch eine sehr clevere Strategie der Zukäufe. Also die sind per se, Cader Holdings ist Anbieter von Sicherheits- und Überlebensprodukten für Ersthelfer und Bundesbehörden. Auch das ist natürlich in Zeiten wie jetzt, wo es große globale Unruhen gibt. Natürlich auf einer Seite haben wir die Kriegsgebiete, auf der anderen Seite haben wir natürlich in Amerika die ganze Problematik mit illegalen Einwanderern und so. Und die sind eben Ausstatter auch der Bundesbehörden. Läuft gut, wie es aussieht. Und haben jetzt zuletzt gerade in der letzten Woche nochmal bekannt gegeben, dass sie ein kanadisches Unternehmen übernommen haben, Icar Technology. Und die liefern eben auch sowas wie Sicherheitsausrüstung, ja, Kampfmittelbeseitigungsroboter, das finde ich auch ganz spannend. Und ansonsten Sicherheitsausrüstung für Militärorganisationen, für SWAT-Teams, für alles in diesem Bereich. Und die Zahlen waren sehr gut. Die Zahlen, die zuletzt gekommen sind, waren deutlich besser als erwartet auf der Gewinn- und auf der Umsatzseite. Die Guidance ist angehoben worden und das gefällt mir sehr gut. Ist ein Strong Buy, wie ich finde. Und deswegen haben wir die ins Musterdepot reingenommen. Nächstes Kursziel können wir hier auch relativ einfach generieren. Dafür gehen wir mal auf den interaktiven Chart noch schnell drauf. Das nächste Kursziel, was ich für die Aktie hier habe, das kommt wirklich aus dieser größeren Seitwärtsbewegung. Und da haben wir diese Bewegung hier gesehen. Und da kommen wir auf Kursziele zwischen 40 und 46 Dollar. Das ist der Bereich, den ich gerne sehen würde. Da ist also einiges noch an Aufwärtspotenzial und ich gehe davon aus, dass das relativ schnell gehen könnte, wenn wir uns diese Konsolidierung anschauen, die hier gelaufen ist und dann die Dynamik, mit der wir jetzt hier gestern ausgebrochen sind. Also das ist der Neuzugang im Musterdepot.